Und jetzt würde ich sagen, es ist Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Dark Souls 2, wieder, immer noch. Und da gehen wir doch mal rein und besuchen die Dänwache. Gucken, was die so meint zu unserem Erscheinen. Mit der Unterstützung von Lukas Riel. Eigentlich ein leichter Gegner im NG Plus. Ist er ein bisschen nervig, weil da sind noch zwei andere Sparkos dabei, die dich hier zu spammen regelrecht. Und dann ist es echt ein bisschen widerlich. Aber man muss den ja auch nicht unbedingt im NG Plus machen. Der ist nämlich optional, dieser Gegner. Deswegen, ja, eigentlich kein Stress. Aber weil ich versuche, ich will eigentlich immer alle Gegner kaputt. Oder mindestens, oder die meisten zumindest. Da hat er mich im NG Plus doch schon ein paar Nerven gekostet und ich war kurz davor, das Spiel kaputt zu schlagen. Vor allem, weil ich dann noch den Champions Eid an hatte in meinem NG Plus und dort war es echt nicht mehr lustig. Au, au, au! Hör auf mit der Scheiße. Stirb jetzt! Geht doch. Endlich mal wieder was geklappt, liebe Freunde. Danke, Luca Thiel aus Bütrei. Und wir haben die Dänwachenseele und sowieso wieder 20.000 Seelen. Und damit ein kleines Ziel für heute abgeschlossen. Auch wenn es hier Startschwierigkeiten gab. Ich könnte immer noch kotzen. So, und hier finden wir auch noch was Tolles. Nämlich die Pyromantieflamme und den Feuerball als Zauber. Das ist ja schon mal was. So, dann untersuchen wir das hier mal, was uns hier erwartet. So, liebe Freunde, da sind wir wieder. Und wir treiben uns jetzt hier noch ein bisschen rum, weil ich gerade auf die Zeit geguckt habe und wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit für was zu machen. Wir ziehen aber, glaube ich, den Ring der Lebenssicherung an. Wir hatten den Shortcut zu dem Schmieden der verlorenen Festung, hatten wir doch schon freigelegt. Ja, ich glaube schon. Ne? Wir waren ja schon hinter dem... Hinter der Dänwache... nicht der Dänwache, hinter dem Verfolger waren wir ja in die verlorene Festung gegangen, haben dort ein paar Sachen eingesammelt. Und ich meine, da haben wir auch den Shortcut freigelegt. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Sind wir immer noch weiblich? Ja, ich glaube schon. Weil wir uns in den Dings gelegt haben, in den Sarg. So, hier unten könnt ihr noch ein Reparaturpulver holen. Das hole ich jetzt nicht. Da müsst ihr einfach den Aufzug runterfahren und dann oben drauf springen und... Ja. Oder ihr schaut im Item Guide. Dort zeige ich jedes Item. Das werde ich hier nicht machen. Die wichtigsten natürlich schon. Aber nicht jeden Mist aufnehmen. So. Ziehen wir mal weiter, würde ich sagen. Und hier gibt es auch noch irgendwo was zu finden. Wir sind jetzt, wie ihr seht, in der verlorenen Festung von der anderen Seite. Und in der verlorenen Festung, da habe ich auch eine Anfrage bekommen unter die Videos. Da soll ich dann mal zeigen, wo Straight ist. Das werde ich auch tun, natürlich, wenn wir dort sind. Aber zunächst mal Leuchtfeuer ansetzen und die Estus-Flakone aufwerten. Füllen wieder. So, und jetzt bekommen wir hier, decken wir den zweiten Heideritter. Den machen wir jetzt nochmal platt. Au! Oder eher uns.
Er backstab cool. So, ihr habt's gesehen, der Heideritter-Speer haben wir im Gepäck. Ich zeige euch den mal auch gerade kurz. Wo ist er? Ich finde die Heideritter-Sachen eigentlich gar nicht mal verkehrt. Ich weiß aber jetzt nicht, der Speer, den habe ich mal kurz gespielt, der war eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn man den aufwertet oder so, was der kann, wirklich, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, hier unten sind verdammt viele Hunde und so ein Kram. Die können wir nämlich locker wegsnipen jetzt. Holen wir hier mal Eisenpfeile, ne, wenn wir schon dabei sind. Oh. So, das reicht schon mal. Mehr brauchen wir jetzt nicht wegzumachen. Und dann springen wir dem hier auf den Kopf. Sehr geil. Einfach nur geil. Sind da auch nur 200, waren doch immer 3. So, hier können wir noch kaputt schlagen. Da kommt nämlich auch was runtergefallen. Köderschädel. Na, jetzt nicht unbedingt das interessanteste Item, aber egal. Kann man eventuell vielleicht auch noch gebrauchen, um die Gegner ein bisschen abzulenken. Habe ich noch nie benutzt. Und hier finden wir dann wieder ein Top-Item. Ja. Estus Flacco und Scherbe und eine große Titanit-Scherbe auch noch dazu. Das ist doch geil. Können wir bald wieder die Keulen aufrüsten, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, was uns noch fehlt. Ich weiß nämlich, war das nochmal zu lange her. Komm schon, mach einen Angriff. Jawohl, danke. Und dann würde ich sagen, dann machen wir das nächste Mal oder machen wir vielleicht gerade mal noch ein bisschen in der verfluchten Feste weiter. Wir haben ja noch den Ring der Lebenssicherung, da können wir ja schon ein bisschen was machen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Dann muss ich mal anfangen zu rennen. So, die haben wir auch. Menschlichkeit könnte man da hinten auch noch holen, aber wir gehen jetzt doch zuerst diesen Weg hier. Später werden wir dort unten auch noch durchgehen. Wenn ich dran denke. Können wir das hier aufmachen? Nee, verschlossen. Achso. Ja, aber hier haben wir ja schon mal. Das ist doch schon mal was. Ach so, den Schlüssel kriegen wir später. Ja, okay. Brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Hier haben wir ja, mit den Typ, der die Glut will. Habe ich ja gezeigt. Gut, dann haben wir das hier alles schon. So, dann setzen wir uns ran und holen uns mal nochmal volle Estus. Hey. Schlagst in die falsche Richtung, Kumpel. Hey. Boah, triff ihn. Los, treffen. Oben ist wieder Frankenstein. Asoziale Scheiße. Oleg! Boah, den Köder verpasst. Vergessen. Super, so viel zu den vollen Estus. Ja, aber der Köder ist mit einem Schlag von Dings kaputt. Vom Heide-Ritterschwert. Von der Keule. Vom Heide-Ritterschwert ging das eben nicht. Ja, jetzt auch nicht mit der Keule, okay. So viel dazu. Und da wollen wir rein. Ihr seht schon, was da auf uns wartet. Erste Schlag so wenig dem ausgemacht. So, okay, das war's.
So, und hier haben wir ja eigentlich schon alles gelootet. So viel ich weiß. Und da können wir ja mal direkt hier reingehen. Und dann werden wir vielleicht doch noch einen Boss legen. Ich hoffe, wir schaffen ihn. Und jetzt kommen nämlich hier diese ganzen Ritter. Aber wir werden das jetzt einfach ein bisschen beschleunigen, weil ich habe da keinen Bock gegen alle zu kämpfen. Ah, komm, das Item holen wir noch. Gucken, ob wir es dann trotzdem schaffen. Alles, was ich vorhabe. Weil nämlich, man kann da einfach runterspringen, die Leiter hoch. Jetzt müssen wir aufpassen. Direkt in diese Zelle rein. Beschwören. Ja. Item looten. Und bloß nicht eingekesselt werden. Hier. Raus. Gut, das hat geklappt. Das freut mich doch schon mal. Machen wir den auch noch weg, komm. Die anderen kommen nicht, oder? Nee, okay. Komm, bleib hier! Hey, 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 hey! Blöde Kuh. Boah, bloß nicht dort weg.